Weißt du, was ich übrigens an diesem Spiel hier ganz gut finde? Dass ich quasi einfach irgendein Kapitel laden kann, ohne dass dabei mein Speicherstand überschrieben wird und ich so dann einfach irgendwelche Bilder theoretisch machen könnte. Zusätzlich wird mir das vor allen Dingen nochmal etwas vereinfacht, dadurch, dass ich nämlich hier das hier nutzen kann. Ich hoffe mal, das sieht man gerade da links, nämlich Ansel und... Hey, immerhin kann ich dann so irgendwelche Bilder machen. Das Problem ist halt nur, es gibt nicht unbedingt gerade allzu viel, wodurch man irgendwie Thumbnails machen könnte. Ha! Aber hey, wenigstens ist dieses Feature da und wenigstens kann ich irgendwas machen und wenigstens habe ich nicht das Problem, dass ich irgendwie meinen Speicherstand löschen müsste, was überhaupt nicht funktioniert, weil es permanent ein Backup-Laden tut, der irgendwie einfach irgendwo nirgendwo zu sein scheint. Egal! Hauptsache irgendwelche Würfel aus der Wand ziehen, so wer wenn ich eh nicht nutze. Emma, from what I can tell, this machine is powered by a third and another door connected to it has opened. How fascinating. Okay, Millie, I trust your judgment. Let's see if it actually works as you think when all thirds are powered. I'm on it. Ist das wirklich so faszinierend? Ich meine, man sieht es doch, dass es offenbar durch zwei Reaktoren angetrieben wird. Ah. Mein Charakter scheint wohl sehr einfach von irgendwelchen Kleinigkeiten fasziniert zu sein. By the way, falls man es noch nicht gemerkt hat, aber das Video ist gerade mit 60 Frames. Es ist halt ein kleiner Test, den ich machen tue, den ich eigentlich erst machen wollte, nachdem ich meinen anderen PC zusammengefriebelt habe. Let's get this thing powered. Ja, muss ich dafür auch jetzt irgendwie 20.000 Rätsel lösen, die nicht unbedingt gerade so mega schwer waren bis jetzt? Verdammter Kabel, es steht im Weg. Nee, wirklich, bis jetzt waren die Rätsel noch gar nicht mal so schwer. Ich meine, da kann vielleicht sein, dass da ein oder andere Rätsel dabei war, was gar nicht jetzt so schwer gewesen war, ich aber einfach ein bisschen zu komplex dachte und eigentlich die Lösung direkt vor meiner Nase war. Wieso habe ich jetzt schon wieder einen Fahrstuhl? Das Spiel besteht irgendwie mehr aus Fahrstühlen als aus Rätseln. Kriege ich jetzt wieder einen Ladescreen? Ah, nein, kein Ladescreen. Gut. Was sind das für komische Kabel, ey? Hat das irgendwas mit diesen komischen... Ja, das ist eine gute Frage, für was ich das hier benötige. Achso, du meinst das da. Lass mich raten. Das Symbol sagt bestimmt, dass das irgendwie drehen sich tut, oder? Das ist mal ein bisschen sehr tief, oder? Ich habe jetzt echt was gedacht, das Ding zerquetscht mich gleich. Ja, was macht das jetzt? Habe ich da jetzt gleich eine Brücke freigeschaltet oder was? Okay, kann ich mich einfach darüber schleudern lassen oder wie oder was? Ah ja, also schön. Sind das hier solche komischen Matten, wie man sie in irgendwelchen Turnhallen kennt? Weißt du, ich kann in irgendein Loch reingehen, beziehungsweise ein Loch hinabstürzen und breche mir keinen einzigen Knochen. Aber hier kriege ich solche komischen Matten. Ah. Merkwürdig. Na hey, da haben wir ja noch so ein komisches Ding. Was macht das jetzt? Okay. Brücke. Ob das so richtig war? Ich glaube schon. Hauen wir mal hier so ein blaues Päckchen. Okay. Lass mich mal darüber sch... Das war jetzt nicht das, was ich haben wollte, aber hey, immerhin bin ich gerade mit meinem Gesicht mal eben, keine Ahnung, vielleicht einen Meter an der Wand hier am Vorbeiratschen gewesen. Ja, und du? Jetzt bin ich hier auf der Seite und was mache ich jetzt damit? Ich, Achso, okay. Lass mich mal raten, ich kriege jetzt hier allen möglichen Sachen, die erst noch immer noch ein Tutorial sind. Hey, die Matte habe ich jetzt nicht getroffen. Ich stehe hier auf der Fliese. Die Matte ist da. Ich habe mir keinen Knochen gebrochen. Warum? Warum sind die Matten da überhaupt? Egal. Was wollte ich gerade sagen? Achso, bestimmt bin ich immer noch im Tutorial, wa? Ich kriege jetzt alle möglichen Sachen gezeigt und kriege dann irgendwann die richtigen Rätsel... Und wenn das passiert, ist das Spiel vorbei. Ohne Scheiß, wenn das passiert, ne, dann, fresse ich ein Biest.
Nee, wirklich, wenn das passiert, ist das nicht gerade sehr geil. Was muss ich denn da jetzt machen? Was macht das hier überhaupt? Ach so, okay, warte mal, dann hier. Ne? Ja, genau. Lass mal den grünen Würfel dagegen klatschen, damit ich da irgendwo hinkomme gleich. Genau. Ich wollte gerade sagen, der geht jetzt gerade komplett daran vorbei. Eigentlich dachte ich, der würde jetzt hier drauf landen, damit ich den dann darüber schiebe, aber... Egal, so funktioniert es auch. Ach so. Oder halt auch eine Brücke mitmachen. Klar, warum halt nicht? Emma, can I ask you a question? What would you like to know? So many things are running through my mind. I mean, you were sent to destroy that extraterrestrial object, right? I was. As were many. So, how did we develop this manipulation technology? We tracked the vessel for years, since it entered the solar system, intercepting signals from it, decoding them. We learned about its structure, but not its host. And you used this data to what? Develop this technology I'm wearing? It was going to kill everyone on Earth, Millie. It was an invasion. Sorry. I just need to orient myself. That's all. You've got to admit, this situation is somewhat out of the ordinary. I know. This journey, it's not what I expected either, Millie. Wait! Das heißt quasi gerade, ich bin rein theoretisch mit dieser Emma die einzige Person, die noch lebt? Theoretisch? Ich meine, wenn die Erde quasi... Ne, Quatsch, andersrum. Wenn eine Invasion auf die Erde stattfand und alles quasi niedergemetzelt worden ist, wie zum Geier kann ich dann hier leben? Wieso zum Geier lebt vor allen Dingen diese Emma? Und wo sind die Menschen jetzt? Ja, okay, außer dass sie jetzt tot sind, aber hey, diese komische Statue, da war nicht unbedingt gerade allzu tot. Was mache ich jetzt hier überhaupt? Mein Bart juckt! Verdammt! Ist da oben irgendwas? Ich glaube nicht. Selbst wenn, dann komme ich da gar nicht ran. Ich kann das Ding hier verschieben, aber das bringt jetzt nicht unbedingt was? Vielleicht. Glaube ich jetzt zwar eher nicht, aber hey. Okay, mit dem Kopf erstmal schön dagegen klatschen. Das ist natürlich das Beste, was ich machen kann hier draus. Ich habe keinen Schimmer, was ich hier gerade machen soll. Soll ich vielleicht stattdessen ein Grün dahin packen? Okay. Und dann vielleicht... das? Damit ich dann quasi hier auf dem Würfel bin, um in einer etwas höheren Position zu sein, wenn ich darüber komme? Ach so, ich kann auch währenddessen springen. Warum sagt mir das denn keiner? Huh. Ob ich da rüberkomme? Okay. War ja doch nicht so schwer wie gedacht. Das meine ich halt. Das sind Rätsel, die nicht unbedingt mega schwer sind. Aber wehe, man lässt mich da so ein bisschen drüber rum überlegen. So ähnlich wie mit meinen Wörtern, die auch manchmal irgendwie ein bisschen Kauderwelsch sind. Habe ich dann teilweise keine Ahnung, was ich machen soll. Was macht das? Ding? Ah, ein Fan. Was habe ich jetzt davon? Ach so, okay, warte. Ah, geht doch. Und jetzt darf ich das wieder drehen, damit das irgendwo da hinten ist. Ich klatsche da schon mal so ein blaues Feld hin. Ha! Und sonst so. Werde ich gleich wieder zu Fleischsalat? Nein, zum Glück nicht. Warum wird das hier so langsam alles grün? Okay.
Das ist interessant. Ja, welches soll ich machen? Warte mal, ich glaube, das hier dürfte dann mich nicht runterschmeißen. Nein, zum Glück nicht. Haben wir hier irgendwas? Schade, leider nicht. Hätte ja sein können, dass da irgendwelche Gegenstände rumfliegen. Wobei, wenn bis jetzt immer noch keine Gegenstände rumflogen, dann wird es doch wahrscheinlich auch gar nicht der Fall sein. Gerade. Und dann? No, wait a second. Mache ich hier nicht gerade irgendwas falsch? Achso, ich kann dagegen klatschen. Also, mach ich auch mal eben. Schön wie eine Fliege dagegen knallen. Nope. Das ist halt das da oben, muss ich machen. Genau. Ist schon gar nicht mal so schlecht, dass sie mit diesen Wänden. Ist mal was anderes, als die ganzen Würfel da aus der Wand zu ziehen oder irgendwelche blauen Felder zu machen. Hey, das ist doch schon wieder so eine komische Statue. Du siehst ja interessant aus. Übrigens, falls man sich gewundert hat, warum ich hier vor der Lampe stand und dann nach hinten geguckt habe. Ich habe einfach nur nachsehen wollen, ob ich einen Schatten werfen tue, aber... Ich zeig mal kurz was. Merkt ihr was? Mein Charakter existiert gar nicht. Der ist hier überhaupt nicht da. Der ist einfach nur Luft. Oder der ist vielleicht einfach nur Luft, weil ich Ansel gerade nutze, aber... Der Charakter ist einfach gar nicht da. Mann, bist du dunkel. Warum bist du so dunkel? Der andere Typ war ein bisschen besser ausgeleuchtet als du, aber okay, dann tue ich mal mit dir interagieren. Was sagst du denn so Feines? No, I don't think it's humane to knock her away. She needs medical attention. And she needs to be looked after. You don't know what you're dealing with. James? So just do me a favor and drop the management bullshit. Was? Das Ding hörte sich aber jetzt mehr so an, wie als wenn das irgendeine Aufnahme wäre und nicht irgendetwas mit mir versucht zu kommunizieren. Okay. Das ist strange. Und warum bist du so dunkel? Weißt du, Hauptsache, du hast hier irgendwelche komischen Formationen aus deinem Rücken und deiner Hüfte und deinem Oberkörper raussprießen, weißt du? Aber der ganze Körper selber, ja, der ist immer noch rund geformt. Rund geformt? Hat Kurven. Ja. Hey, da haben wir ja schon den nächsten Generator. Und ander Ding. Okay, let's power these other rooms. Das sieht gerade so ein bisschen so aus, als gäbe es hier nur zwei Rätsel. Richtig? Warte mal, ne? Warte mal ein bisschen mehr. Oder ist da hinten noch so eine Tür? Maybe. Ich glaube, da... Warte mal, kann ich den jetzt schon machen? Weil da oben geht ja einer gerade hin. Ja, ich kann den sogar jetzt schon machen. Das ist ja nice. Was macht das Ding? Wahrscheinlich diese Plattform hier bewegen, oder? Hä? Ach so, du machst das? Okay. Hä? Was sind das jetzt bitte? Ach so, da oben. Ich wollte schon sagen. Hier ist ja gar nichts, wo ich irgendwelche Würfel oder so rausziehen kann. Wie zum Geier soll ich dann überhaupt da einen Würfel hinklatschen und so? Ja, und wie bewege ich jetzt den hier? Spiel? Ach, da vorne ist die Plattform. Warum nenne ich eigentlich alles Plattform? Achso, warte mal. Gut, das funktioniert wenigstens. Allerdings bringt mich das jetzt auch nicht. Ah, doch! Geht doch! Wie komme ich jetzt hier raus? Ah, da. Ja, super, jetzt darf ich schon wieder darüber, damit ich hier eine Plattform habe. Oh, verdammt. Huh.
Kommt eigentlich irgendwann auch was anderes, außer jetzt die ganzen Generatoren aktivieren? Ich meine, okay, das ist ja eigentlich immer noch der Anfang erst. Aber ich hoffe mal sehr, dass es noch was anderes gibt, außer jetzt, hey, ein paar Generatoren aktivieren, beziehungsweise Reaktoren und dann den Dicken hier anschalten, damit ich dann irgendwas bewirke? Wie gesagt, ich vermute ja immer noch, dass das ein Aufzug sein wird, den ich da aktiviere. Raus mit dir, Brokkoli-Ball. Ball. Klar. Okay, ja, so viel zum Thema. Ich habe jetzt schon einen Weg. Ich hab gar nichts hier. Ah, hat gar nichts hier bewirkt. Okay. Keine Ahnung, was das bewirkt, wenn ich den da drauf packen tue, aber ich tue es einfach mal ausprobieren. Es macht gar nichts. Oh. Wait a second, muss ich da drauf stehen? Ja. Ich muss hier drauf stehen und dann wahrscheinlich den wieder runterziehen. Ich muss da wahrscheinlich drauf springen. Wie komme ich da hoch? Ach, warte. Sowas war sehr langsam. Was? Kann ich da nur Orangen rausholen? Ja, kann ich. Aber ich meine, wer oft darauf was bewirkt. Ah, okay. Ist der schon oben? Nein. Ich sollte dich, glaube ich, wahrscheinlich entfernen, lieber. Das lief jetzt nicht so wie gedacht. Und das auch nicht. Ach Gott, bin ich doof. Ich denke manchmal einfach nicht nach, ey. Warum denke ich manchmal gar nicht so nach? Ich verstehe es nicht. Aber würde erklären, warum ich bei Portal Story Smell solche mega krassen Probleme habe. Ich meine, ich weiß zwar, dass Portal Story Smell schwer eigentlich ist, aber trotzdem, ich habe mich dümmer angestellt, als ich eigentlich sein müsste. Sein müsste? Okay, verstehe das mal einer. Wo geht der Kabel jetzt hin? Ach, da hinten war noch eine Tür? Was? Warte, da, hä? Bin ich da nicht zuerst reingegangen? Nein, ich würde diese komische Säule garantiert wiedererkennen, wenn das so wäre. Nee, warte mal, was? Okay. Ich muss auf jeden Fall hier irgendwie die Tür aufkriegen. Wie mache ich das denn jetzt? Ich kann da oben kein Grün hinsetzen, aber ich kann da auch kein Orangen hinsetzen, ohne dass ich irgendwie das nicht hinkriege. Auf jeden Fall muss hier wahrscheinlich ein Blauer hin. Nur, wie kriege ich das hin, dass da der grüne Würfel hinkommt? Haben wir da oben irgendwas? Nee, da oben ist gar kein Feld. Da ist ja auch eine Tür. Was? Wieso ist sie auch eine Tür? Ach, das bringt doch auch nichts. Warum haben wir da auch eine Tür? Was soll denn das jetzt? Ja, natürlich haben wir da auch eine Tür. Ja, super. Jetzt wird's kompliziert. Ich glaube, das ist jetzt kompliziert, oder? Das dürfte doch jetzt gerade ein bisschen kompliziert sein, wenn ich mich jetzt nicht irre. Oder tue ich mich gerade irgendwie wieder nur dümmer anstellen, als ich eigentlich bin? Ich glaube nicht, oder? Vor allem weiß ich nicht so genau, was das jetzt hier bewirken soll, dass ich den hier die ganze Zeit so drehen kann. Oh. Das war meine eigene Dummheit, die sich gerade präsentiert hat in Form von einem Käsestick, den ich wieder zurückgezogen habe. Jetzt aber richtig. Ja, geht doch.
Was haben wir da unten? Eine Plattform. Was macht die Plattform? Achso, die hat einen Teil der Treppe aufgerichtet. Okay. Jetzt habe ich dasselbe wahrscheinlich nochmal mit den ganzen anderen Dingern machen, damit ich dann da auch die ganzen Plattformen aktivieren kann. Ach so, das ist ja schon der grüne Ding. Nicht vergessen, dass ich hier noch einen blauen hinsetzen sollte, damit das Ding auch funktioniert. Ja, nächste Plattform drücken. Hallo? Ich will ja meine Plattform drücken hier. Und wie kriege ich jetzt die Tür offen? Ich bin mir nicht so sicher, wie ich die Tür aufkriegen soll. Wobei doch, warte mal. Okay, der grüne ist noch da oben. Ah, okay, gut. Und dann da oben den blauen hinklatschen, damit die Tür aufgeht. War etwas kompliziert, aber nachdem ich dann meine eigene Doofheit mal wieder gekonnt ausgetrickst habe, also gar nicht, habe ich es hingekriegt. Rumbling again. Emma, do you think this whole structure is some form of machine? I don't know. The object that was going to collide with Earth. We thought it was a vessel, but after being on it, it was totally empty. Like it was a self-sufficient machine. I guess we'll find out soon enough when the last third is powered. I hope this works. Me too, Millie. Letzter Reaktor? War der Dicke nicht irgendwie schon Reaktor und der musste betrieben werden durch die anderen beiden?